Ja, willkommen zurück hier. Es geht weiter und wir wollen jetzt mal ein wenig Wellen reiten. In Richtung Süden. So, unser Silkun kann ja Gott sei Dank ein wenig rumsurfen. Und, oh, verdammt, ja. Ich hätte mal so einen tollen Schutz anwenden sollen. Naja. Dann haben wir hier halt ein kleines Tentacher. Und dient als kleines Mobbingopfer für uns. So. Und dann, ja, dann geht's doch weiter in Richtung Süden. Moment. Diesmal ein wenig geschützter. Schutz ist immer gut. Und ein richtiges Gamepad wäre auch gut. Ah, verdammt. So, wo haben wir es denn? Wir haben es hier. Aber ich will lieber einen Topschutz anwenden. So. So. Gute 21 haben wir hier. Die Frage ist, haben wir hier was? Ne, haben wir nicht. Gut, dann nicht. Dann mal weiter hier. Und da haben wir Trainer. Hilfe. Ich hasse Trainer. Mach weiter so. Okay. Ja, mach ich mal. Der Schwimmer Nikolai will kämpfen. Mit einem Moorlord. Na, von mir aus. Und ich frage mich immer noch, warum habe ich Kadabra als Starter für uns? Doof. Gut, als nächstes wird ein Octillery kommen. Oder Octillery. Oder was weiß ich. So. Und dann werden wir mal einfach so wechseln auf Ultrigaria. So. Und dann haben wir es geschafft, oder nicht? Habt ihr noch eins? Ja, da kommt noch eins. Noch ein Moorlord. So. Und dann können wir weiter schwimmen in Richtung Zinnoberinseln. Da haben wir es doch. Ja, er säuft gerade. Der Gute, ein wenig geschockt. Und nun wechseln wir endlich mal. So. Wurde auch mal Zeit. Und dann mal weiter hier. Da sind wir schon. Angekommen bei den Zinnoberinseln. Hier ist eine Nachricht. Die Pokémon-Arena der Zinnoberinsel wurde auf die Seeschauminseln verlegt. Unterzeichnet von Pyro. Okay. Gut, ja. Ihr kennt's ja, ne? Erstmal heilen, auch wenn wir so gut wie maximal gesund sind. Ist doch total egal. Und sogar hier auf der leblosen Insel scheinen sich noch zwei verirrt zu haben, die hier im Pokécenter abhängen. Pyro, der Arenaleiter auf der Zinnoberinsel, lebt in einer Höhle auf den Seeschauminseln. Habe ich auch schon gemerkt mittlerweile. Der Vulkanausbruch ist jetzt ein Jahr her. Okay. Das heißt, es haben doch einige Veränderungen stattgefunden in Kanto. Zinnoberinsel, die feurige Stadt brennender Begierde. Hey, wer ist das hier? Wer bist du? Na, du bist augenscheinlich ein Trainer. Ich heiße Blau.
war einmal ein Schelm, wenn auch nur für kurze Zeit. Dieser nervige Rot hat mich ganz schön fertig gemacht. Wie dem auch sei, was willst du? Willst du gegen mich kämpfen? Ich sage es nur ungern, aber ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Sieh dich gut um. Ein Vulkan bricht aus und vernichtet auf einen Schlag eine ganze Stadt. Wir werden weiterhin mit unseren Pokémon siegen oder verlieren. Aber wenn sich die Natur erhebt, ist alles im Nu irgendwann. So ist das eben. Trotz allem bin ich immer noch ein Trainer. Wenn ich einen starken Gegner treffe, möchte ich gegen ihn kämpfen. Wenn du gegen mich kämpfen möchtest, dann besuche die Pokémon Arena in Vertania City. Dort werde ich mich deiner annehmen. Cool. Und dann beamt er sich weg quasi. Und damit haben wir den Blau endlich mal erwischt. Und können kämpfen. Aber natürlich kommt als erstes Pyro dran. Und der Pyro, der ist ja irgendwo auf der Seeschauminsel jetzt. Aufgrund des doofen Vulkanausbruchs. Also mal weiter schwimmen. Huch, ja. So, mal schauen. Route 20 entlang schwimmen. Ja, hier haben wir ja ganz viel. So. Ich denke, es ist unmöglich, den ganzen Weg nach Johto zu schwimmen. Wie heißt es so schön? Impossible is nothing. Der Dimitri. Mit einem Meryl. Naja. Level 34, naja. Schawupti, das ist nicht der Rede wert hier. Geld her und dann wollen wir weiter schwimmen. So. Yippie. Ja, so fix kann's gehen. Und dann mal weiterschauen. Ich habe keine Ahnung, ob es nach oben geht oder nach Osten, ostwärts. Scheinbar oben nicht. Also nordwärts nicht. Okay, kein Schutz mehr, das ist doof. Moment. Ja, mein Gamepad, ihr kennt's. Und ich werde jetzt noch 3000 Mal Gamepad sagen. So. Noch ein Trainer. Du besitzt eine umwerfende Anzahl Arena-Ohren. Lass uns kämpfen. Ja, mittlerweile haben wir ja schon, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich glaube 14 oder so. Auf jeden Fall nicht ohne. Ja, stimmt, 14. Uns fehlen noch 2, dann haben wir 16. Dann hätten wir nämlich alle 8 Johto und alle 8 Kanto-Ohren. Wäre natürlich super duper. Super duper pupa gut. So, Starmie hat einen Schwächeanfall. Und wir haben bald ein Level Up. Noch eine Starmie. Da brauchen wir nicht lang fackeln, nicht lang überlegen. Einfach weiter kämpfen. Und dann mal gucken, wo ist diese Seeschauminsel? Level Up, juhu. So. Und dann ist auch die Doris besiegt. Nein. Okay. Route 19, ist das richtig? Tja, ich habe keine Ahnung. Ach so.
nur noch ein kleines Stück bis Coxania City? Ja, das ist falsch. Bin ich denn blind? Muss ich wohl sein? Ich habe keine Ahnung. Wir wollten eigentlich nicht zurück nach Coxania City. Aber naja. Mal gucken. So, der Kerl wird besiegt werden. Ich dachte wohl, er wird Hilfe brauchen, weil auch diese eine Frau bei ihm dran war. So, ein Austausch. So. Mal gucken, ob es auch so reicht. Hui. Ja, ja, cool. Und ja, es reicht. Cool. Und damit ist der Viktor besiegt. Ich ertrinke. Der Arme. Vielleicht hier im Süden weiter. Tja, also hier scheint es so nicht weiter zu gehen. Hier oben vielleicht. Route 19, Coxania City, Seeschauminseln. Moment. Hä? Nochmal zurück. Also ich muss es irgendwo übersehen haben. So viel ist so gut wie sicher. Nochmal zurück, die Route 20 entlang. Ach nee, oder? Ja. Toll. Pokémon Arena der Zinnoberinsel. Leitung Pyro. Ah. Also meine Blindheit haben wir es zu verdanken, dass wir hier vorbeigeschwommen sind. Tut mir leid. Okay. Was haben wir hier noch im Norden? Ja, scheinbar gar nichts. Und dann, ja, können wir quasi schon rein. Und können uns der nächsten Arena stellen. Und ja, die ist natürlich extrem groß. Ja, ist ja auch nur eine quasi extra Arena, weil die alte dank des Vulkanausbruchs nicht mehr funktionsfähig ist. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal also werden wir antreten gegen den wundertollen Pyro. Da haben wir auf jeden Fall nicht ganz so verkehrte Karten, denn wir haben einen Suicune, einen Georock. So machen wir erstmal. Georock wird also starten. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht's dann los. Gegen Pyro. Und hoffentlich werden wir dann unseren 15. Orden erringen. Wäre ja toll. Also, bis zum nächsten Mal.